So, hallo. Ich habe gestern ein bisschen gebastelt und zwar habe ich mir einen Gimbal für den TVS Discovery gebaut. Das Ganze ist jetzt nicht optimal, weil so wie das momentan ist, kann ich nicht landen. Ich muss ihn aus der Luft rausnehmen oder ich baue mir noch Landefüße. Fräsdateien habe ich schon gezeichnet im Libre CAD, jedoch noch nicht gefräst. Das Ganze besteht aus 2 mm Flugzeugsperrholz, gedämpft mit Oropax. Und ist identisch mit der oberen Platte hier, auch am CAD gezeichnet und an der CNC-Fräse gefräst. Wir haben hier einmal den Ausgleich in der Bewegung. Und nach oben und nach unten. Ganze läuft sehr ruhig, ohne Servostottern. Und wenn ich die Kamera drauf mache, das kann ich gern zeigen, wackele ich da auch noch mal ein bisschen hin und her. So, das Ganze ist jetzt montiert auf meinem TVS Discovery. Ich wackele jetzt gerade den Hund hin und her. Wenn man schaut, es gleicht jetzt nicht perfekt aus, aber für meine Zwecke langt das vollkommen. Ich denke, wenn dann am Dienstag oder so noch meine neue Kamera kommt, meine Rolei Bullet 4S, mit dem Weitwinkel wird man kaum was merken. Ansonsten bleibt mir nur noch die Alternative, ich kaufe mir ein fertiges Gimbal.